Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin begeistert. Ich habe mir Nudeln gemacht. Ich hoffe, dass die auch gut schmecken. Ich habe so ein bisschen sowas wie Mac and Cheese Soße dazu gemacht. Ich muss ganz kurz erst probieren, bevor ich weiterrede. Ich dachte mir, ich drehe heute mal einen Mukbang. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und im Moment koche ich gerne und ich esse im Moment auch gerne. Also mache ich das heute. Ich werde das bestimmt auch nicht alles aufessen, aber dann habe ich ja schon mal was für heute Abend. Dieser vegane Speck, dieser Schinken, den ich benutzt habe, der ist richtig geil. Also Leute, wenn ihr irgendwie mal Carbonara oder sowas machen wollt, holt auf jeden Fall diesen Speck, weil der schmeckt wirklich original wie echter Speck. Den gibt es bei Rewe und ich glaube auch bei Edeka. Ja, ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich habe übrigens überall Flecken auf dem Pulli, weil ich gerade getöpfert habe. Darüber habe ich auch ein Video gedreht. Ja, welcome back. Vielleicht haben sich einige schon gewundert, was ich jetzt wieder hier auf diesem Kanal mache. Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt wieder hier wahrscheinlich. Ich lade sehr unregelmäßig Videos hoch, I know that. Aber ich dachte mir, machst du mal eine Abstimmung auf Instagram, auf welchem Kanal du hochladen sollst. Und es kam halt raus, dass die Leute das lieber auf meinem alten Kanal sehen wollen, was ich auch verstehen kann. Man möchte ja nicht noch 5 andere Kanäle abonnieren und im Endeffekt guckt man aber immer nur dieselben, also wisst ihr, was ich meine? Ich wünschte, ich hätte noch Gouda gehabt. Das wäre geil gewesen, aber hatte ich leider nicht mehr. Hatte ich nicht mehr? Nein, hatte ich nicht mehr. Jedenfalls bin ich jetzt erstmal wieder hier, bis ich es mir wieder anders überlege. Nein, Spaß, also so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ihr müsst wissen, darüber habe ich auch schon im Podcast geredet, also so ein bisschen. Ich mache Social Media seit über 10 Jahren. Ich habe angefangen, als ich 12 oder 13 war und das zieht sich halt bis heute so durch mein Leben und es hat auch nie eine Zeit gegeben, wo ich mal gar nichts auf Social Media gemacht habe. Und so nach meinem Studium mit plötzlich Vollzeitjob und Dinge zu tun, hat sich dann rauskristallisiert, dass es ganz schön anstrengend ist, einen YouTube-Kanal weiter zu betreiben und auch ein Instagram. Und auf Twitch streame ich ja auch manchmal noch. Ich weiß auch, dass es für viele keine richtige Arbeit ist oder dass viele, die das halt noch nie gemacht haben, sich auch gar nicht vorstellen können, wie viel da so hintersteckt und was man alles machen muss. Aber tatsächlich ist es schon aufwendig, wenn man wirklich konstant Content bringen möchte. Jedenfalls habe ich mir jetzt vorgenommen, das mal wieder ein bisschen mehr durchzuziehen. Ich weiß, das habe ich schon tausende Male gesagt. We will see, was es wird. Ich habe auch gemerkt, dass mein Content ja gar nicht so richtig in eine Richtung geht. Also ich mache ja immer schon einfach das, worauf ich so Bock habe. Was es natürlich schwierig macht, neue Menschen zu erreichen, weil die sich auch so denken, okay, aber was machst du hier eigentlich, wenn da 1000 Themen zusammengewürfelt sind, so wie bei mir, das immer war. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, mich ein bisschen zu beschränken oder ein bisschen mal einzugrenzen, obwohl ich es eigentlich gar nicht will, aber es ist halt so einfacher, auch neue Zuschauer und Zuschauerinnen zu begeistern. Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich koche wirklich sehr gerne und ich backe auch sehr gerne. Und ich würde das voll gerne irgendwie so ein bisschen weiter ausbauen, dass ich das auch auf meinen Social-Media-Kanälen mache. Ich weiß halt nur immer nie, ob das jemanden wirklich interessiert, ob sich das Leute wirklich gerne angucken würden. Ja, keine Ahnung. Also ich versuche so ein bisschen gerade mein Leben neu zu strukturieren. Ich habe auch immer noch nicht die ganze Wohnung fertig eingerichtet. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Und ja, wie gesagt, euch auch wieder ein bisschen mehr mitzunehmen bei allem, was ich so mache, weil mir das doch auch in der Zeit, in der ich das jetzt nicht aktiv gemacht habe oder machen konnte,
schon auch ein bisschen gefehlt hat und ich so halt gemerkt habe, okay, es ist immer noch ein fester Bestandteil meines Lebens, was ich hier mache. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, eben weil ich das schon so lange mache und Leute, die mich vor 10 Jahren geguckt haben, jetzt wahrscheinlich so alt sind wie ich oder noch älter. Und da weiß man halt dann auch nicht, ob man zu denen noch irgendwie eine Verbindung hat und ob die überhaupt noch wissen, wer man ist. Also es ist irgendwie ein bisschen so, hi, mich gibt's schon ganz lange und ich weiß gar nicht, wer ihr alle seid, beziehungsweise ob ihr noch da seid. Nächstes Wochenende, also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich dieses Wochenende, findet die Tattoo Convention in Dortmund statt. Da bin ich eingeladen über Wildcat. Das ist ja ein langjähriger Kooperationspartner auch von mir. Und ich freue mich schon sehr darauf. Das ist das erste Event, wo ich dieses Jahr so wirklich am Start bin. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Also hoffe ich zumindest. Okay, noch 2 Gabeln und dann höre ich auf, weil dann bin ich satt. Vielleicht sehe ich ja auch ein paar von euch. Tattoo Convention in Dortmund war immer irgendwie so der Ort, wo man richtig viele Leute getroffen hat. Also sowohl privat als auch irgendwie von Social Media Leute, die man halt, denen man folgt oder die man von 1000 Ecken her irgendwo her kennt. Okay, letzte Gabel. Im Moment muss ich sagen, gucke ich auch wieder selber sehr gerne YouTube-Videos. Also vielleicht ist es auch deswegen, dass ich gerade wieder so motiviert bin, selber Videos zu drehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Leute gerade eklig finden, dass ich hier so Essgeräusche habe oder ob die das cool finden. Aber so Essensgeräusche sind ja sehr umstritten und ich habe heute sogar ein Mikrofon am Start, also sorry, falls ihr das eklig findet. Das wollte ich natürlich nicht. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass die Kamera aufhört zu filmen, weil mir das gerade schon mal passiert ist und ich das nicht gemerkt habe und danach noch eine halbe Stunde weitergeredet habe. Nachtisch. Ich habe letztens wieder diese Blaubeer-Joghurt-Cluster gemacht. Oh, und das hat keinen Boden mehr. Upsi. Die sind auf jeden Fall super lecker. Auf meinem Instagram habe ich so 3 Snack-Ideen für den Sommer gefilmt. Oh, und ich könnte das jeden Tag essen. Das schmeckt so lecker. Achtet jetzt auf den Crunch. Ja, Mann. Immer geil. Oh mein Gott, ich habe gerade in den Spiegel geguckt und gemerkt, dass ich die ganze Zeit hier so ein Stück Ton hatte. Naja, jedenfalls werde ich gerade langsam wieder gesund. Ich werde heute auch nicht so viel machen und mich gleich einfach auch wieder hinlegen. Ich bin die letzten 4, 5, 6, 7 Wochen immer mal wieder krank gewesen. Jetzt langsam wird es ein bisschen besser. Das sind meine Nachbarn, ich drehe mich jetzt nicht um. Ich stehe einfach auf und räume weg. Also, oh Gott. Eigentlich kann man hier auch gar nicht so gut reingucken von außen, aber es ist trotzdem irgendwie nicht so cool, wenn man weiß, dass man beobachtet werden könnte. Sind sie weg? Sie sind weg. Mir ist aufgefallen, dass ich mich ganz schön dumm fühle, wenn ich die ganze Zeit hier Flecken drauf habe. Was mir noch aufgefallen ist, wo ich auch schon im Podcast mal drüber gesprochen habe, dass man ganz oft immer das Gefühl hat, dass man falsche Entscheidungen trifft oder Angst davor hat, falsche Entscheidungen zu treffen. Man bereut eher die Sachen, die man nicht gemacht hat, als die, die man zumindest versucht hat zu tun. Das wird jetzt hier gerade ein bisschen philosophisch und eigentlich bin ich jetzt auch fertig mit Essen. Würde ich sagen, bevor das wirklich jetzt noch mehr ausartet, beende ich das Video. Es geht mir wieder ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählt hatte, wahrscheinlich nicht. Es war so eine Phase, wo es mir nicht ganz so gut ging, aber es wird gerade auch wieder ein bisschen besser. Ich versuche mir praktische Routinen in den Alltag einzubauen. Ich gieße wieder Kerzen, ich versuche meinen Shop wieder zu beleben. Also
Das Problem, was ich halt schon mein ganzes Leben gefühlt habe, ist, dass ich immer ganz viele verschiedene Sachen gerne machen würde und dass ich aber gar nicht alles schaffe, was ich gerne machen wollen würde. Und dass es dann zu viel ist und ich irgendwas immer vernachlässige oder beziehungsweise alles oder vieles dann immer nur so halbherzig mache. Und das ist einfach so. Ich glaube, das ist was, womit ich mich entweder abfinden muss oder was ich halt ändern muss, aber das ist eine wirklich langfristige Geschichte. Mein Gott, ist meine scheiß Kamera ausgegangen. Das ist mir nämlich gerade schon mal passiert. Auf jeden Fall will ich ja dann auch nicht immer nur meine freien Tage damit verbringen, Content zu machen oder Kerzen oder weiß ich nicht. Also es geht ja nicht immer nur darum, irgendwo raus einen Vorteil zu ziehen. Natürlich geht es darum, Sachen zu machen, die einem selber Spaß machen, aber bei mir sind das dann ja ganz oft Sachen, die ich nicht nur mache, weil mir das Spaß macht, sondern auch, weil mir das ja noch irgendwo einen Vorteil oder mich irgendwo weiterbringt. Da hat Tommy mal in der Folge Gemischtes Hack darüber geredet, dass es ganz oft nur noch darum geht, Sachen zu machen, die einen selber irgendwie weiterbringen und gar nicht mehr nur, weil einem das Spaß macht. Davon möchte ich so ein bisschen wegkommen, was aber auch dazu geführt hat, dass ich halt ein bisschen inaktiver jetzt die letzte Zeit auch wieder auf Instagram war, weil ich gemerkt habe, ja, mir macht das Spaß, aber ich mache das schon auch, damit ich da irgendwie weiterkomme. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, was gerade so abgeht, kurzes Lebenszeichen von mir. Und ja, das nächste Video wird ganz lustig, da töpfer ich. Das ist das, wo die Kamera ausgegangen ist, also ich weiß noch gar nicht, wie ich das schneiden soll. Ich hoffe, ihr habt noch alle ein schönes Wochenende und einen schönen Tag. Und dann, hoffe ich, sehen wir uns sehr bald wieder.